Ja, hallo, grüßt euch. Also, heute geht's weiter mit der nächsten Schleppervorstellung. Das letzte Mal in dem letzten Video habe ich euch den IHC 633 vorgestellt. Wie ihr seht, heute geht es um den Case 75C, Fahrmal 75C. Also, die 75C stehen für die 75 PS. Die 75 PS schöpft er aus einem Fiat Powertrain Motor. Ein Vierzylinder Turbomotor mit 3,2 Liter Hubraum. Also zu dem Schlepper an sich, den haben wir vor 3 Jahren neu gekauft, sprich Ende 2014. Er hat jetzt mittlerweile 585 Betriebsstunden. Wie man sieht, der Case hat einen Frontlader verbaut von der Firma Trima. Es ist ein Trima X36. Er hat eine Schwingungstilgung verbaut. Wie man sieht, die kann man über diesen Hahn ganz einfach sperren. Momentan ist sie offen. Er hat ein Schnellwechselsystem verbaut. Das ist das Schnellwechselsystem. Da kann man mit einem Handgriff alle Hydraulikleitungen koppeln. Wie man sieht, im hinteren Bereich, er hat jeweils doppelt wirkende Steuergeräte verbaut. Hat keine EHR, sprich elektronische Hubwerksregelung hat er nicht. Er hat eine MHR. Eine mechanische Hubwerksregelung. Ich kann über diesen Hebel die Hydraulik bedienen, somit hoch und runter lassen. Da der Motor momentan aus ist, geht das nicht. Er hat hinten zwei Arbeitsscheinwerfer, jeweils hinten und vorne. Er hat einen Auffangbehälter für das überschüssige Öl, was an den Steuergeräten rauskommt, wird hier aufgesammelt. Nebendran, den Stutzen, den man hier sieht, ist für das Hydrauliköl. Da kann man das Hydrauliköl einfüllen. Hier, wie man sieht, hier ist der Messstab für das Hydrauliköl. Ob man es genau erkennt, ist wahrscheinlich etwas dunkel. Was ich finde, oder wie ich finde, etwas doof geregelt. Denn wenn ich Gruppe oder Egge oder des Ähnlichen halt auf dem Acker oder auf dem Feld arbeite, dann sammelt sich hier hinten der Dreck. Und das ist schlecht, weil wenn ich dann diesen Peilstab rausziehe, fällt hier automatisch der Dreck rein. Natürlich mache ich das dann vorher sauber. Ich habe da einen Pinsel in der Scheune. Da tue ich den Dreck dann jedes Mal rauspinseln, wenn ich hier den Ölmessstand ablesen möchte. Also das ist etwas doof geregelt. Dann zu den Unterlenkern. Der hat die Kategorie 2. Also da gibt es ja verschiedene Kategorien. Kategorie 1, 2 oder 3 zum Beispiel. Und je nach Schleppergröße variiert es. Zum Tankvolumen, also der Dieseltank, der fasst 90 Liter. Somit kann man auch problemlos lange Arbeitstage bewältigen. Jetzt mache ich mal die Motorhaube auf, um euch den Motor zu zeigen. Also der Motor ist klein und kompakt, wie der gesamte Schlepper. Das sind die Kühlerpakete. Die kann man hier unten lösen und seitlich rausziehen. Also ideal zum Saubermachen. Hier sitzt der Luftfilter drunter, ist leichtgängig zu erreichen, wie man sieht. Da macht man gerade die Klemmen hier auf, zieht das nach hinten raus und somit kann man den Luftfilter schon entnehmen und reinigen. Also wie man sieht, wunderbar. So, das ist der Motor, wie man sieht, ist recht klein und kompakt. Und der Schlepper ist mit seinen allgemeinen Abmessungen ein guter Allrounder, sage ich mal. Also man kann ihn für Hofarbeiten super einsetzen. Er hat aber auch einen kraftvollen Motor. Somit kann man auch ein Grupper oder ähnliches problemlos ziehen. Also mit der dementsprechenden Dimension. So, jetzt sind wir bei der Kabine angekommen. Also wie man sieht, er hat weit öffnende Türen. Somit kann man problemlos und komfortabel auf und absteigen. Dann hat er
zwei Steuergeräte. Hier kann ich mein Allrad betätigen. Über diesen Kippschalter kann ich auch unter Last, aber ich empfehle es nur im Stand zu betätigen, da das sonst ziemlich aufs Material geht. Hier kann ich meine Lüftung betätigen und wenn ich drauf drücke, die Klimaanlage, sprich der Schlepper hat eine Klimaanlage. Hier kann ich die Temperatur regulieren und hier oben ist das Management für die ganzen Lichter. Also hier kann ich hinten die Arbeitsscheinwerfer und alles mögliche anmachen, an und aus. Hier kann ich meine Spritzdüse vom Scheibenwischer betätigen. Hier der Scheibenwischer an sich. Hier Arbeitsscheinwerfer vorne und hier die Rundumleuchte. Man sieht Radio an langen Arbeitstagen Pflicht. Dann, wie man sieht, man kann hier vorne die Frontscheibe aufstellen. Ich kann sie jetzt leider nicht ganz aufmachen, da ich vorne den Frontlader dran habe. Das ist Zusatzausstattung, also wenn der Schlepper von der Stange ist, sage ich jetzt mal, dann lässt sich die Scheibe vorne nicht öffnen. Also wie man sieht, die Kabine, die ist für diese PS-Klasse ziemlich großräumig. Man hat einen super Überblick, eine super Rundumsicht und damit zu arbeiten macht wirklich Spaß. Wie man hier sieht, habe ich einen vollwertigen Beifahrersitz, was mir persönlich sehr wichtig ist, da ich oft einen Sozius mitnehme, sprich einen Beifahrer oder Beifahrerin. Dann habe ich hier das Handgas. Hier kann ich somit das normale Fußgas betätigen, aber muss mit dem Fuß nicht ständig auf dem Gas bleiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen großen Acker habe zu grubbern, dann kann ich hier das Gas einstellen und fahre mit somit immer die konstante Geschwindigkeit und kann somit meinen Fuß schonen oder an langen Arbeitstagen komfortabel auf dem Feld arbeiten. Dann zum Getriebe. Ich habe hier drei Stufen. Die drei Striche sind die Straßengänge. Die zwei ist Ackergang und hier seitlich, der eine ist nochmal untersetzt sozusagen wie Kriechgang. Also der ist dann extrem langsam, den brauche ich eigentlich so gut wie nie, aber er ist vorhanden. Dann hier habe ich die Betätigung für den Frontlader. Also wenn ich den nach vorne betätige, dann geht der Frontlader runter. Wenn ich nach hinten ziehe, geht er hoch. Und wenn ich ihn nach links betätige, ziehe ich die Schaufel zum Schlepper ein und wenn ich nach rechts betätige, kippe ich die Schaufel aus, leere ich die Schaufel aus. So, hier seitlich neben dem Fahrersitz in Fahrtrichtung rechts habe ich das Management für die Heckhydraulik. Hier nebendran habe ich meine Zapfwellenbetätigung, also an und aus. Auf der anderen Seite, das ist jetzt in Fahrtrichtung links, hinterm Beifahrersitz habe ich meine Zapfwellengeschwindigkeiten. Also ich kann hier 540 einschalten und 540 E. Also 540er Zapfwelle und 540 E. Dann hier oben habe ich noch dieses Dachfenster. Das kann man aufstellen. Das bringt viel Licht in die Kabine. Im Sommer kann ich dann, wenn die Sonne scheint, noch hier diesen Sonnenschutz rüberziehen und befestigen, damit mir die Sonne nicht den ganzen Tag auf die Hirnkaste bratzelt, sprich auf den Kopf scheint. Ja, das ist auch extra Ausstattung. Also der Schlepper hat eine extra Ausstattung, ohne Kuppeln vorwärts, rückwärts das schalten kann. Dann Klimaanlage und die aufstellbare Frontscheibe. Und das Dachfenster, also das ist alles optional, denn in der Grundausstattung ist er wesentlich abgespeckter und von der Ausstattung nicht so umfangreich wie dieser Schlepper hier. Doch wenn ich mit einem Schlepper arbeiten möchte, dann möchte ich mich auch nicht wie im Gewächshaus fühlen, weil den ganzen Tag schwitze ist nicht so mein Ding, deswegen hat er Klimaanlage und so weiter und so fort. Und ja, jetzt noch zu den Fragen, ob der Schlepper mir gehört. Ja, er gehört mir.
ob er neu ist. Inzwischen nicht mehr. Wir haben ihn vor 3 Jahren gekauft, wie bereits schon gesagt. Dann war noch die Frage, wie alt ich bin. Also ich bin 21 Jahre alt. Und ob ich das hauptberuflich mache? Nein. Also die Landwirtschaft bei uns, die läuft im Nebenerwerb. Und dann schaffe ich noch bei einem landwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen, sprich bei einem Lohnunternehmen. So viel zum Case. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt die mir gerade in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen.